Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal ein anderes Porträt und zwar diesmal mit Aquarellfarben gezeichnet. Das hat sich jetzt jemand von euch gewünscht und dem sind wir jetzt gerne mal nachgegangen und das Ganze mit einer Farbe. Wir skizzieren aber ein bisschen mit dem Bleistift vor, dass wir ungefähr wissen, wo die einzelnen Gesichtspartien, wie die platziert werden, also Augen, Nase, Mund, die richtigen Abstände. Das setzt natürlich immer voraus, dass ihr so etwas auch könnt und auch richtig die richtigen Abstände auch beobachtet. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr gerne so etwas unter onlinekurse.akademieruhr.de nachschauen. Da seht ihr auch, wie man damit umgeht, wie, in welchen Proportionen, ob es jetzt Profil, Halbprofil oder von frontal gezeichnet ist. Das hilft euch sehr, um sowas detaillierter zu skizzieren. Oder alternativ, ihr kommt einfach zu uns in die Kurse und lernt das dann vor Ort. Egal, ob ihr das für euch Kunststudium vorbereitet, Lehramtsstudium und einfach nur als Hobby betreiben möchtet. So, wie ihr seht, wir gehen jetzt hier sofort in die Farbe und skizzieren ganz leicht. Auch hierbei, das kennt ihr wahrscheinlich aus unseren anderen Videos, immer den Bereich um die Augen herum. Damit fangen wir immer an. Das ist am einfachsten, weil man dann so ungefähr sieht, wie sich die restlichen Bereiche dann entsprechend platziert werden. So, dann geht es hier zu den Lippen. Immer auch schön die weißen Stellen auch weiß lassen, damit das Ganze noch so ein bisschen spannender, dynamischer hat, ein bisschen mehr Tiefe hat. Da solltet ihr auch darauf achten, dass das auch der Fall ist. Und dann hier nochmal so ein paar dunklere Partien immer wieder ausarbeiten, verwischen. Also eigentlich nur die hellen Töne. Ihr seht, die Farbe sackt sehr schön im Papier ein. Nimmt dafür am besten so 300, 350 Gramm Papier, Aquarellpapier, damit es sich nicht wälzt. Und dann kann man auch ein bisschen mehr Wasser arbeiten und trotzdem bleibt das Blatt noch gerade. So, und da natürlich die dunklen Stellen, also da, wo die Hand Schatten auch verdeckt. Auch im Auge darauf achten, dass sozusagen eine kleine helle Stelle in der Pupille bleibt. Das ist oft nicht einfach, aber da müsst ihr einfach mal euch dran halten und dann wird das auch oft funktionieren, wenn man immer sich vornimmt, bestimmte Bereiche wie auf der Lippe, Nase immer auszusparen. So, und dann im dunklen Ton, ihr seht es ja hier, wie das bisschen ausgearbeitet wird. Und dann ohne mit dem Bleistift vorzuskizzieren, wenn da die restlichen Bereiche, sprich die Wimpern und die dunklen Stellen ausgearbeitet, kleine Falten. Nase auf jeden Fall bitte nicht umranden. Das ist so ein kleiner Fehler, der oft so anfänglich bei den Porträts passieren wird, dass die Nase einfach so eine dunkle Umrandung bekommt. Das macht ihr bitte nicht, nur an der Stelle, sozusagen von uns aus gesehen im linken Rahmen, wo dann sozusagen der Auge zum Schatten dort einen Schatten bildet. Aber meistens so die Nasenspitze und so, die bleibt ein bisschen weiß, damit es dort ein bisschen heller das Licht durchbricht. So, und dann geht es noch
zum Haar oben. Und hier wird es auch nochmal angedeutet. Ruhig mit dem dickeren, kräftigen Strich. Also die Haare natürlich, die variieren auch. Die schimmern von hell zu dunkel. Das heißt bitte nicht einflächig, sondern versucht das auch mal mit unterschiedlichen. Bisschen mehr Wasser, weniger Wasser mal drüber zu setzen. Aber hier ist ein bisschen mehr Farbe. Also wir haben eigentlich bereit immer so ein bisschen Farbe vor mit Wasser vermischt. Und das Ganze sind zwei, drei Abstufungen. So kann man dann sehr schön sich dann bedienen, wenn man jetzt nur das Dunkle möchte oder nur das Helle, sprich mit mehr Wasser. So, hier werden die Haare ganz mit so einem dynamischen, zügigen Strich skizziert. Die dunklen Partien unter dem Kinn vorgearbeitet. Ihr seht, man kann sich da jetzt sehr im Detail verlieren, versucht das aber ein bisschen zu vermeiden. Das ist etwas, das, was ihr auch in unseren Kursen lernt, das minimalistisch, also so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu zeichnen, und dass es trotzdem eigentlich schön wirkt, dass man das auch als Porträt auch erkennt und nicht total übermalt ist mit allen möglichen Details und dann mit Bleistift nochmal drüber. Das würde ich euch immer ans Herz legen, das zu vermeiden. So, und achtet mal auf die Augen, wie spannend es ist, wenn man das jetzt mit wenigen dunkleren Bereichen nochmal rausholt. Da natürlich auch, das wirft einen Schatten. Und so wäre die fertige Skizze. Man kann hier und da nochmal die Haare andeuten und nicht zu viel, wie gesagt, achtet darauf, lasst es mal Flächen einfach hell auslaufen, wie oben am Haar oder an den Händen, und fertig ist das Ergebnis. Wie gesagt, gerne schaut unter onlinekurse.akademiro.de oder besucht unsere Kurse, ob jetzt für eine Bewerbungsmappe, für ein Studium benötigt oder einfach als Freizeit. Gerne sind wir für euch da und freuen uns auf eure Fragen und Anregungen. Alles Gute und bis dahin, euer Akademiro-Team.